Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lords of the Fallen. Ja, das letzte Mal haben wir uns ja erfolgreich durch die Katakomben geschlagen und haben da ja die ganzen Reste beendet und haben ja in den letzten Folgen versucht, den Weg zu finden, weil ich ein bisschen zu blöd gewesen bin, um zu merken, dass hier die Tür aufgegangen ist und wir eigentlich nur hier hätten durchlatschen müssen. Egal, jetzt haben wir ihn ja gefunden. Auf jeden Fall war das eigentlich auch gar nicht schlecht. Dadurch haben wir noch ein paar andere Sachen gefunden, an denen wir wahrscheinlich sonst vorbeigelaufen wären und die ihr mir wahrscheinlich sonst in die Kommentare geschrieben hättet. Ja, wir haben sie jetzt aber auf jeden Fall. Aber jetzt gehen wir wie versprochen durch diese Tür durch, weil mich interessiert auch, was dahinter ist. Und ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Und vor allem, was das die ganze Zeit bewirkt, dass wir immer diese roten Kugeln abkriegen, wenn wir einen der Endgegner besiegt haben. Ich hoffe, dass wir das auch rauskriegen und nicht, dass das irgendwie so, ja, ist einfach so. Passiert halt. Und wir sind am nächsten Speicherpunkt. Das ist ja schön. Wir haben noch ein bisschen EP, die investiere ich nochmal schnell und dann speichern wir nochmal kurz ab. Und dann können wir... Alter, ist das dunkel hier, ich sehe selbst kaum was. Ich hoffe, das kommt jetzt nur durch den Speicherpunkt und nicht noch durch was anderes hier. Oder durch die Bildqualität, das wäre ein bisschen scheiße. Okay, anscheinend... kämpfte ich in der Zitadelle nach oben. Nach dem Krieg begruben wir unsere Toten und trauerten um sie. Wir waren erschöpft und verletzt und dies forderte sein Opfer von uns. Doch es war auch ein Neuanfang. Die Richter wiesen uns den Weg. Als ihre Erben ist es unsere Pflicht, diese Gesellschaft wieder aufzubauen. Ich nehme die Bürde mit Freuden auf mich, der neue Richter und Wächter über die Menschheit zu werden. Oh Gott, das meint er hoffentlich nicht ernst. Ein Richter über die gesamte Menschheit werden? Dann gibt es demnächst nur noch Hinrichtungen, Folter und keine Ahnung was. Weil jeder Mensch hat 100 Pro irgendwann schon mal etwas getan, was er nicht toll fand. Oh shit, das ist ja einer von denen. Alter! Nur durch das Abplatzen der Rüstung schiebt er uns schon weg. Ja, fangen wir halt ein bisschen an zu schummeln, würde ich sagen. Wofür level ich den denn? Jetzt ist sein Schild kaputt. Jetzt dreht er wieder am Kabel. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das sollte eigentlich noch nicht mal ein Scherz sein. Da liegt noch was. Und das ist ein menschlicher Schädel. Werden wir unseren Freund dann noch ein paar Mal wieder treffen, den wir in den letzten Folgen kennengelernt haben? Oder in der davorigen? Weiß ich nicht mehr. Ist nämlich schon wieder ein bisschen was her, jetzt eine Woche, um genau zu sein. Ein Wiedersehen. Ja. Schön, dass das wirklich funktioniert. Ich glaube nicht, dass wir was Neues haben, wo wir eine Rune gebrauchen können. Kodex, Großschwert. Tut mir leid, hab dich umsonst geholt. Ist ja nicht so schlimm. Also wir haben jetzt da eine Treppe, die nach oben geht. Ich hoffe mal, dass jetzt hier nicht gleich irgendwo der Boden einbricht. Weil der sieht nämlich ganz schön danach aus. Warum ist der Raum so groß, wenn nur der eine Ritter hier drin war? Ich habe immer das Gefühl, man läuft an irgendwas vorbei. Ob wir da wieder runterkommen werden? Weil die haben ja anscheinend alle so ein bisschen das Verlangen gehabt, Shortcuts zu machen.
ist ein Ritter, der da auf dem Geländer liegt. Ich habe mich schon gefragt, was das ist. Oh. Hi. Macht Spaß, da an dem Hebel zu stehen. Komm schon, lass ihn mich backstabben. Jawoll. Hoffentlich reicht das auch. Puh. Hat gereicht. Welch ein Glück. Okay, durch das Tor kommen wir anscheinend noch nicht. Der Richter werden wir diese Welt wieder zu einem Ganzen werden lassen, ohne Adirs Einfluss. Es wird ein Leben frei von göttlicher Unterdrückung sein. So werden wir diejenigen ehren, die ihr Leben im Kampf um die Freiheit von Adir gaben. Okay. Alter. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, hier kommen wir anscheinend wieder nicht durch. Das heißt, es bleibt uns nur der Weg nach oben. Obwohl mich dieser Hebel hier, wenn das einer ist. Ach so, das ist ein Speer, der in dem Typen steckt. Hoppala. Ich hab gedacht, das wäre ein Hebel. What the fuck? Nein! Du Penner! Ja, dafür habe ich mit Absicht verbrennen lassen. Ach, die haben gerade einen Mönch gekillt. Bin zwar nicht so der Kirchgänger, aber das muss man ja trotzdem nicht machen. Hier Mist. Entschuldigung, da wollte ich gerade schon was sagen, was ich nicht sagen sollte. Ich bin halt immer noch nicht so wirklich dran gewöhnt, dass mir vielleicht jemand zuhört. Deswegen mir dann hin und wieder noch so fast Wörter rausrutschen, die ich dann gar nicht sagen möchte. Alter! Das kann ich auch. Ach, das ist wieder so ein Flatterheini. Oh, ey! Alter! Wo kommt ihr denn her? Da brauche ich erstmal ein bisschen Abstand. Scheiße. Habe ich den anderen nicht im Visier? Oh Gott, ich glaube, wir sterben dabei. Wow. Das war mehr als knapp. Obdach. Ab in unsere Rüstung. Ich weiß, es ist zwar ein bisschen feige. Hat er sich geheilt? Alter, wie viel hält der Kerl aus? Ach scheiße, ich habe vergessen, dass sie explodieren. Okay. Also anscheinend sind wir hier gerade irgendwem auf der Spur, der ziemlich gerne schreibt. So sehr ich es auch will, kann ich Antanas nicht mehr als unser geistliches Oberhaupt sehen. Er beruft sich auf Prinzipien und Ehre und scheint dabei unbegrenzten Einfluss zu haben. Dabei sind Grenzen genau das, was er braucht. Er ist entschlossen, bis zum Ende zu kämpfen. Selbst wenn dieser Kampf unser Schicksal ist, kann ich sein Tun nicht gutheißen. Sieht er die Menschlichkeit in anderen nicht? Heilt er sie wirklich? Ich bezweifle es. Schließt euch mir an und teilt eure Zweifel. Jetzt ruft er im Prinzip dazu auf, seinen eigenen Gott zu bekämpfen? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Der hat doch nicht mehr alle Latten am Zaun, oder? Sie sind wie die Kinder. Sie glauben, sich von den Fesseln der Unterdrückung befreit zu haben. Dabei sind sie nicht mehr als verlorene Seelen. Jeder einzelne von ihnen. Bald werden sie begreifen, dass sie allein sind. Dass sie hilflos sind. Sie werden hungernd in den Straßen liegen und sich wünschen, Adir wäre noch hier, um sich ihrer anzunehmen. Na, das bezweifle ich mal stark. Auch wenn der eine schon so ein bisschen gaga ist, aus meiner Sicht. Bin ich gerade an irgendeinem Raum schon vorbeigelaufen? Weil sonst würde ich gerne wissen, woher die beiden Hampels gekommen sind gerade. Nee, bin ich nicht. Okay. Können wir dann... Oh, ups. Ja, möchte ich. Wir wollen ja alles... Ach... Bitte lass ihn mich töten, bevor er zuschlagen kann.
Die Typen sind echt lästig. Den kriege ich wieder nicht auf, oder? Ich weiß nicht, wie wir die Truhen aufkriegen sollen, da bin ich ganz ehrlich. Mir fällt nichts ein, was ich dagegen machen könnte. Jetzt gucken wir hier erst, wenn es geht, irgendwie um die Ecken. Ich habe keine Lust, gleich schon wieder aus dem Hinterhalt angegriffen zu werden. Können die Typen sich eigentlich auch irgendwo an Wände festhalten und sowas? Ja, zum Glück hat der keinen Distanzangriff mit dem Schwert drauf. Sonst würde das für uns, glaube ich, ein bisschen schlechter aussehen als bis jetzt. Warum fängt er jetzt schon damit an? Alter, hörst du mal auf? Hat er nicht gleich mal den Drehwurm? Oh Gott. LOL! Der hat uns mehr als die Hälfte des Lebens weggekloppt. Okay. Wie du willst, Freundchen. Das kannst du kriegen. Den machen wir jetzt weg. Auch wenn wir jetzt wieder bis nach da oben laufen müssen. Hm. Wo bin ich denn hier jetzt wieder? Ach nö. Oh, jetzt müssen wir erst den noch wegmachen. Nö. Wenigstens müssen wir uns nicht wieder die Geschichten anhören von diesem... Ja, wie können wir den jetzt am besten bezeichnen? Gotteslästerer? Jetzt leg ruhig noch mehr Rüstung ab. Macht's nur leichter für mich. Alter. Alter, ist gut jetzt. Ach komm. Ich konnte mich nicht bewegen. Der hat uns einfach voll in die Ecke gedrängt. Mieser Dreckskerl. Dafür machen wir ihn jetzt weg. Obwohl, wir können ihn auch stehen lassen, oder? Ich will eigentlich nicht das Risiko eingehen, dass der uns hinterhergelatscht kommt, wenn ich ehrlich bin. Alter, weich aus. Auch jetzt fängt er an zu tanzen. Und er ist umgefallen. Oh. Wenn ich könnte, würde ich ihn teabaggen. Kann ich aber leider nicht. Alter. Ich habe mich gerade erst daran wieder erinnert, dass der hier hinter auf der anderen Seite stand und dann hat er uns schon gepackt gehabt. Boah, ich bin gerade so verwirrt. So, der ist auch schon mal weg. Jetzt gucken wir erst, ob wir irgendwo die Typen sehen, die uns... Okay. Da will einer spielen kommen. Ey, sag mal. Habe ich dir das erlaubt? Mich einfach so zu schlagen. Verbrenne halt. Ist mir doch egal. Wir gucken jetzt gleich, ob die Typen hier irgendwo sind. Ha. Ich will nicht, dass sie schon wieder von hinten angreifen. Sitzen die hier oben irgendwo? Kann sein, dass ich ein bisschen paranoid bin. Wegen Assassin's Creed und sowas, aber... Wer weiß, wer weiß. Wo kamen die denn her, Mensch? Die sind doch nicht hier rausgelaufen gekommen. Aua! Alter, 73 Schaden. Ja klar, jetzt kommen die auch noch. Ja. Wo kommen die denn jedes Mal her? Ich habe die nicht gesehen. Sitzen die hier irgendwo auf den Rändern und man kann die auch gar nicht sehen? Oder verstecken die sich irgendwo, wo man sie nicht sehen kann vorher? Das wäre ja mega unfair. Ne, wir sparen das jetzt. Greifen jetzt direkt. LOL! Was war das denn? Der hat uns die Ausdauer abgezogen.
Alter, was sind das hier für Gegner? Das ist doch ein Scherz. Wie übel die halt wieder sind. Jetzt müssen wir schon wieder da hoch. Yippie! Oh Mann. Ich schieße ihn wieder an. Ist das ein Spielfehler gewesen? Ja. Okay. Ja, wer hätte gedacht, da hinten wäre noch was, weil da rechts die Säule so ein bisschen am Blinken ist. Aber das scheint wohl nur ein Grafikfehler zu sein. Ist ja nicht so schlimm. Ach nee. Und weg ist er. Auf. Ein neues. Ach, mal gucken, ob wir jetzt da hochkommen. Und diesmal vergesse ich den auf der rechten Seite nicht. Der wird jetzt wieder gebackstabbt. Der kann mal schön diesen Aufschlitzer sein lassen, was der mit uns abgezogen hat. So. Hier scheinen die auch nirgends zu sitzen. Ich habe erst gedacht, dass die hier rechts und links von uns da irgendwo sitzen würden. Aber anscheinend ja auch nicht. Die kommen auf jeden Fall von hier. Das haben wir gerade gesehen. Aber von wo? Ach. Ich habe das Ding noch ausgerüstet gehabt. So. Wir waren schneller. Hä, von wo kommen die denn hier? Spawnen die echt erst, wenn wir hier durchgegangen sind? Wie dreist ist das denn? LOL! Er schießt durch die Wand! Ja, nee, ist klar, ey. Alter. Ist doch ein Scherz hier gerade. Das ist echt nicht witzig. So, wo ist der zweite Ampel? Warum gehen wir eigentlich nicht hier hoch? Er hat mir Schaden gemacht und ich habe ihm Schaden gemacht. Echt übel hier. Jetzt ziehen wir erst die Rüstung an. Und dann versuchen wir nochmal, den da wegzuschieben. Ich schieße den jetzt auch. Ach, kann ich gar nicht. Ich habe die Magie verbraucht. Damit habe ich gerechnet, Junge. Dieses Mal nicht. Alter! Was der halt für eine Reichweite hat. Wir gehen wieder in die Rüstung und dann machen wir das ganze Spiel nochmal. Wo ist der jetzt wieder hingelaufen? Ach, immer nach da ganz hinten. Mein Gott, nee. Diesmal habe ich die Explosion nicht vergessen. Genauso wenig. War da nicht ein Ritter drin? Ah. Ich habe mich schon gefragt, wo er steht. Interessiert ihn gar nicht, dass er brennt. Okay. Dann brenn halt. Desto mehr Schaden du frisst, umso leichter wird's für uns. Das ist gerade ein bisschen doof. Zumindest von ihm. Fängt er wieder an rumzutanzen hier, ne? Ja. Gehen wir mal ein bisschen auf Abstand. Weiß zwar nicht, wo der dahin tanzt wieder, aber lasst ihn mal machen. Na, komm, Junge. Nee, von dem Hieb lasse ich mich ganz bestimmt nicht nochmal treffen. Wenn das mal nicht ein One-Hit ist von dem. So. Jetzt aber mal ein bisschen vorwärts hier noch. Ich will ja noch was sehen.
Da ist ein Speicherpunkt. Ob mir das wieder gefallen soll, weiß ich wieder nicht. Geh weg. Alter. Schrei halt noch 50.000 Mal. Du stinkst aus dem Maul wie... Den Rest könnt ihr selbst zusammensetzen. Lol. Man kann dagegen, glaube ich, nichts machen, oder? Dass die hier so durch die Gegend geschleudert werden. Ach, jetzt kommt er wieder mit seinem Hieb an. Oh, shit. Bei dem fällt mir halt echt nichts anderes ein, wie den Handschuh zu benutzen. Ich wüsste nicht, wie man den wegkriegt. Nicht mal, wenn man mit... Kann man mit schweren Waffen einen Angriff starten, dass die den Block nicht mehr benutzen können? Aber ansonsten wüsste ich nicht, wie man den als Nahkämpfer kalt machen soll. Ich meine, ich kann... Natürlich, ich könnte jetzt auf meine Geschwindigkeit setzen und versuchen, ihn damit zu kriegen, aber... Ob das so einfach ist? Alter, hier vibriert ganz schön der Boden. Ja, aber was das ist... Das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an. Zumindest das, was uns hier so den Boden vibrieren zu lassen scheint. Und dann sage ich noch, wie immer, lasst gerne ein Däumchen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und wenn ich was vergessen haben sollte oder ihr was zu bemängeln habt, gerne in die Kommentare damit. Und dann schaue ich mir das auch gerne mal an. Und dann verabschiede ich mich hiermit. Macht's gut. Ciao.